So, wir haben Hunger, wir sind nass und uns ist kalt. So. Gegen Hunger können wir was machen? Gegen Durst machen wir auch sofort was. So, und jetzt gehen wir weiter. Ich habe ja die Hoffnung auf noch ein paar Seile noch nicht aufgegeben. Ist das hier ein kleiner Wasserfall? Ja, komisch aus, wie das Wasser hier hochkommt. Ja, gut. Es wird jetzt bestimmt gleich wieder dunkel. Es dämmert irgendwie schon so ein bisschen. Sonne steht auch schon ziemlich tief. Schön. Das freut mich. Oh, wartet, was ist hier? Noch ein Seil. Gut, Wodkaflaschen haben wir schon so viele auch jetzt. Ich hätte gerne noch die Mütze und ich will den Knochen. Geld haben wir, glaube ich, auch genug. Da ist noch ein Boot. Die Möwen kümmern sich schon wieder um die Seesterne. Noch ein Seil. Noch ein Seil? Und dann gucken wir jetzt noch mal kurz, ob wir was bauen können. Ein paar hatten wir ja noch. Hätten wir jetzt diesen einen Knochen noch haben können, wäre das perfekt gewesen. Jetzt nehme ich noch mal für eine Rüstung gereicht. Wie viele Seile haben wir jetzt? Seile? Zwei. Okay. Ich kann irgendwie nicht mehr so ruhig sitzen. Wir bräuchten ja noch so einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Das werde ich Koji mal vorschlagen. Oh. Kommt er denn her? Ist er alleine? Ein Goldener. Hallo, wo ist mein? Ach, sieht man gerade so schlecht irgendwie. Wie Spieße der bitte schon mal hier im Dings hat. Scheiße. Erstmal will ich jetzt hier meine ganzen Stöcker wieder haben. So, war der jetzt hier echt alleine? Okay. Cool. Lass uns ein Feuer machen. Nee, brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir können das doch auch so schon machen, oder? Sieht ja auch gerade irgendwie ein bisschen komisch aus, ne? Mit seinen Gedärmen, die er hier so zwischen den Beinen runterhängen hat.
Naja. Lassen wir das einfach mal so stehen. Wir haben auch noch die Ledertasche, oder? Die wir vorhin aufgesammelt haben, wo ich gerade hier noch die andere sehe. Können wir eigentlich auch mal noch öffnen? Okay. Klebeband ist gut. Klebeband und Draht ist auch gut. Und nochmal. Naja, ist okay. Schön. Da. So, das geht jetzt schon wieder nicht. Gehen wir mal ein Stück zurück. Die sind ja meistens nie alleine unterwegs, ja? Gerade wenn das dann so dämmert, eigentlich eher ungewöhnlich. Einen wunderschönen guten Abend. So. Ja, Seile haben wir leider nicht mehr. Aber wir können jetzt hier noch die restlichen Knochen aufsammeln. Wo sind sie denn jetzt hin? Was das? Schädel brauchen wir nicht. Dann lasst uns weitergehen. Wir sollten uns jetzt, glaube ich, gleich mal einen Platz für die Nacht suchen. Na, nur lauf. Lange hell wird es nicht mehr sein. Ich denke, besser wird es nicht mehr. Wir bleiben hier. So, wir speichern erstmal wieder eine Runde. Ja, dann machen wir unser Zelt kaputt. Nein, machen wir natürlich nicht. Und dann, gute Nacht. So. Wir bauen ab. Na komm, unseren Stock nehmen wir noch mit. Ein paar rohe Eier. Oh, ich hatte früher mal einen Onkel. Also das war nicht wirklich mein Onkel, es war von meinen Eltern ein Freund. Aber der hat jeden Morgen ein rohes Ei, weiß ich nicht, gegessen, getrunken. Dadurch, dass die ja doch recht flüssig sind in der Konsistenz, würde ich es schon fast trinken nennen. Das war immer ein bisschen eklig. Also wozu das gut sein soll. So, Schiffe, Seile. Jawohl. Nein. Ja. Geld. Brauchen wir eigentlich nicht. Haben wir, glaube ich, genug von. Ist okay. Seile sind gut. Bauen wir gleich nochmal ein bisschen Rüstung.
Bam, bam. Ich weiß gar nicht, wie viel wir davon tragen können. Aber die können wir ja dann auch erstmal im Lager lassen. So sehen wir jetzt gar nicht. Müssen wir nochmal reingehen. 10. Cool. Obwohl, eine können wir noch nehmen. Obwohl, wir können auch das nehmen. Cool. Wahrscheinlich können wir auch nur 10 tragen. Oft ist 10 ja so diese magische Zahl. Wenn er schneit, finde ich die Sicht immer so schlecht. Also selbst wenn da irgendwie im Hintergrund noch so ein Zelt oder irgendwas wäre, würde es wahrscheinlich gar nicht blicken. Wird einfach weiterrennen. Das sieht auch gerade nicht so viel. Wir könnten die jetzt abmachen und wir könnten die auch töten. Aber erfahrungsgemäß verlieren wir mindestens so viel Rüstung, wie wir von denen kriegen. Das macht also nicht wirklich Sinn. Oder ergibt nicht wirklich Sinn. Wir lassen die da einfach mal angebunden. Und gehen weiter. Sieht aus, wenn da Kisten liegen. Das wäre natürlich ein Traum. Sehr schön. Seile. Oh, wie toll. Also hätte mir zum Anfang des Spiels jemand gesagt, dass ich mich mal so über Seile freue. Ist das dann auch? Ach, Skelett wahrscheinlich, ja. Das hätte ich auch nicht geglaubt. So, das sieht nach einem Dorf aus. Da gehe ich doch schon mal langsam Richtung Wasser. Oh, da sind ja auch wieder einige. Ich sehe hier so wenig. Also dieser Schnee nervt so. So, einer läuft da. Da sind auch nochmal zwei, würde ich sagen. Hier ist noch einer. Oh, die haben Radio. Hört ihr das? Ach. Die goldenen sind... Oh, das sind echt viele, ja. Das sind wirklich... Alter! Nein, das wollte ich gar nicht. Da gerade einer nach... Hat da gerade jemand... Die werfen mit Speeren nach mir. Was ist denn mit ihm? Das ist doch wohl... Also mache ich das doch. Also wirklich...
Nicht noch jemanden Speer werfen? So. Aber das Gute ist, wenn der jetzt hier so viele Speere geworfen hat, kann ich das ja auch machen. Dann sammle ich die einfach hier auf. Oh, ich habe ein Bein gesammelt. Was kann man damit wohl machen? Sehr witzig. Bein gesammelt, das müssen wir uns gleich mal angucken. Kann ich das Bein da auch noch sammeln? Stopp. Witzig. So einen Arm würde ich auch mal sammeln. Bin da jetzt nicht so. Ich glaube, der hat eine seiner Tasche verloren. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Da liegt auch noch ein Arm. Da sind gar nicht so viele Knochen. Ach, vielleicht, weil da schon keine Beine mehr dran waren. Ach nee, es ist nur eine Weste. Nun gut. Aber da haben die echt Speere nach mir geworfen. Das war jetzt auch das erste Mal. Wie viele haben wir jetzt noch? 5, naja, gut. Ah, seht ihr? Können wir gar keine mehr machen. Ist voll. Schön. Ja, wollen wir das jetzt noch machen? Stein. Können wir auch mal werfen. Oh, da hinten steht ja noch einer, da steht noch einer. Ist ja wenigstens noch 5, ne? Pass auf. Das sind Ureinwohner, ja. Die sind einfach noch nicht so weit, ne? Die sehen jetzt auch nicht aus, als wenn die sich besonders oft waschen würden. Die haben halt einfach eine Antipathie gegen Wasser. Und das kommt mir ziemlich gelegen. Es kann ja auch nicht sein, dass man im Wasser Feuer machen kann. Bin ich auch gut. Guck sie dir an. So, wir haben jetzt auf jeden Fall richtig viel Rüstung. Ja, wir könnten uns jetzt hier noch ein bisschen kloppen, aber wahrscheinlich... Ah, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir da wieder Rüstung verlieren. Wir tauschen jetzt hier erstmal kurz wieder... Mode, ja. Ich denke, wir können froh sein, dass das hier alles ohne Geruch ist. Ist der jetzt weggerannt? Hier war doch gerade noch einer, oder? Ah, da. Naja, gut.
Modus? Das verstehe ich jetzt nicht. Also ich bin da ganz ehrlich, meine Kampfkünste sind schon besser geworden, aber wahrscheinlich immer noch weit von dem entfernt, was Koji oder Alex bieten würden. Von daher, wenn die irgendwann mal ins Wasser kommen, dann brauche ich eigentlich nicht mehr weitermachen. Ja, das ist gut. Man müsste das am Anfang so einstellen können. So, man kann ja auch einstellen, dass die Bäume nachwachsen können oder sollen oder halt auch nicht. Leicht. Ich finde das überhaupt nicht leicht. Ja. Ich will nur mal hervorheben, ich bin heute noch kein einziges Mal gestorben. Das kommt auch nicht so oft vor. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon mal vorgekommen ist, außer in der ersten Folge. So, hier sind nochmal Boote. Das könnte nochmal Seile geben. Ja, ich sehe es schon. Er kann hier schon wieder nicht mehr. Na gut, Wodkaflaschen brauchen wir nicht. Geld brauchen wir nicht. Draht ist gut. Draht nehmen wir mit. Mehr Seile. Okay. Nee, natürlich ist das kein Zufall. Ich bitte dich. Obwohl ich letzte Mal auch quer durchs Land gelaufen bin. Ne? Also auch da, wenn du dich in den Fluss stellst, gehen die auch nicht rein. Also gibt dir auch auf der Insel Wasser. So ist es nicht. Noch ein kleines Schiffchen. Und sogar ein Truhe. Feldration und Druckerharz, na klar. Jetzt ja. Kein Seil. Aber ein bisschen Klebeband. Ist auch gut. So, wir können ja mal gucken. Richtig gucken. Mensch, wo wir sind. Ich glaube, jetzt müssen wir gleich nochmal schwimmen. Jetzt kamen hier, glaube ich, nochmal ein paar Felsen. Ich weiß, was ich in Erinnerung habe. Und ich glaube, an dieser Inselkette da waren wir auch noch nicht. Oder ich habe das diesmal durch den ganzen Schnee nicht wahrgenommen, weil das letzte Mal war ja schönster Sommer, als wir hier lang sind. Ja. Jetzt kann er wieder nicht mehr. Wir müssen sicherlich gleich auch noch mal ein bisschen was essen.
Gar nicht, wenn man tauchen würde, ob man den Boden da auch irgendwas finden würde. Ob man einfach nur stirbt. Jetzt haben wir es gleich geschafft. So, wir können gar nicht mehr. So, da ist die Rettungsinsel, wo uns damals der Hai fast gefressen hätte. So, und damit es für Tulsa jetzt auch noch ein bisschen interessant wird, gehen wir jetzt einfach mal quer über die Insel zurück. Ich weiß gar nicht, ob hier auch noch mal ein Dorf war. Muscheln. So, auf jeden Fall sind da schon mal wieder irgendwelche Gästchen zusammen gebunden. Ja, die Musik sicherlich auch, hoffe ich. Ach. Pistolenaufsatz. Ich raste aus. Wo ist hier Madame? Vor allem, wie oft wir hier schon waren. Und dann, also, das ist so krass. Cool. Oh, da ist noch ein... Nee, das Radio brauchen wir nicht. Wir haben schon Radio. Danke. Freue ich mich jetzt aber ein bisschen. Wir haben ja schon mal so einen Aufsatz gefunden. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der gleiche. Durch den können wir irgendwie besser zielen.
Obwohl, wie heißt sie denn? Victoria oder so, glaube ich. Ja, sowieso viel besser trifft, als ich das wahrscheinlich jemals könnte. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, wir müssen da hinten den Fluss entlang. Ich glaube, so war es. Krass. Freue ich mich ein bisschen. Ach, Seile. Seile. Sehr schön. Schon wieder nicht mehr. Ja, guck mal, da sind doch schon welche. Wir müssten eigentlich mal was trinken. Naja, ist ein bisschen kalt. Stell dich nicht so an. So, und das hier zum Beispiel ist richtig nervig, weil die da nämlich auch drüber laufen. Da haben sie komischerweise keine Angst vor. Die scheinen also noch nie eingebrochen zu sein. In so einem. Da, siehst du, naja, obwohl das sind die Affen. Aber die sind auch nervig. Die werfen ständig immer mit irgendwas. Ein Reh. Guck mal. Oh, wie schön. Das war der scheiß Affe. Ich war so leise. Oh, guck mal, das Bambi. Ich laufe fast so schnell wie das Reh. Witzig.
Oh ne, da habe ich jetzt wirklich gar keinen Bock drauf. War das gerade? Will ich es wissen? Also wirklich diese Geräusche, ja, das ist absolut nichts für mich. Ich will mich jetzt auch gar nicht umdrehen. Nachher ist dieses komische Vieh jetzt hier hinter mir. Ich will es nicht wissen. Wir gehen einfach weiter. Oh Mann. Ja, das war wirklich hinter mir. Da hinten läuft's. Oh. Nee, es ist gerade Winter und deswegen ist jetzt gerade die ganze Insel mit Schnee bedeckt. Frühling, Sommer und Herbst, da ist es nur quasi, wenn du da ins Gebirge gehst. Genau, aber ja, da jetzt gerade Winter ist, ist gerade überall Schnee. Ja, das ist auch, wenn du dein, deine Basis an so einem See baust, dann hast du ja meistens auch den Vorteil, dass du das dann nur von ein oder zwei Seiten zumachen musst, weil ansonsten ja oft der See dann einfach die natürliche Begrenzung ist. Problematisch wird es halt nur im Winter, wenn der See gefriert und die dann plötzlich übers Eis laufen. Dann baust du halt doch wieder überall Palisade. Ja. Und das war ja schon ganz schön aufwendig, das alles so zu bauen und fertig zu machen. Ja. So, wir speichern jetzt. Ja, genau. Noch ein bisschen was ablegen. Nee, wir wollen natürlich hier nicht unser Haus auseinandernehmen. Wir haben ein paar Bomben gebaut. Noch ein paar von den Fallen ablegen, die wir vorhin da bei diesen Häusern gefunden haben. Wie Geld man da hinlegen kann. So, was wollen wir machen können? Wir können uns hier mal die Seile nehmen. Am Schluss haben wir keinen. Achso, wir haben keinen Platz mehr, okay. So. Jetzt sind wir hier gemütlich. So, wir speichern jetzt nochmal und dann sind wir durch für heute. So, beim nächsten Mal jetzt. Wir haben jetzt ordentlich Munition. Wir werden also von Victoria, ich glaube sie hieß so, ich weiß es gar nicht mehr, uns die Waffen mal wieder ranholen. Und wir haben auch ordentlich Rüstung. Wo wir hätten eigentlich so ein Mutantenteil ablegen können, hätten wir noch eins mehr machen können. Naja, egal. Und wir haben jetzt aber auch noch ein paar Knochen. Das heißt, wir können auch noch ein bisschen was bauen. Oh, da freue ich mich auch schon drauf. Wenn sie dann mal wieder in der Nähe ist und wir ihr die Waffe abnehmen können. Gut. Nächstes Mal dann auf jeden Fall Höhlen
Ich denke, wir sind jetzt gut ausgestattet. Es hat doch geschneit. Ich verstehe gar nicht, warum hier kein Wasser drin ist. Wir sind jetzt gut ausgestattet, denke ich, um uns dann mal die Schaufel zu besorgen, damit wir endlich den letzten GPS-Sender ausbuddeln können. Das ist der Plan, den wir schon seit 10 Folgen haben. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ich denke, wir werden uns erst irgendwann Ende Oktober wiedersehen, hören. Guten Tag und auf Wiedersehen. Ich höre jetzt auf. Genau. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.